Willst du uns das Haus zeigen? Guck mal, guck dir die doch mal an. Dass da unten im Keller halt Schimmel ist. Und dann hatte ich da so eine Glasscherbe in der Hand. Ob das Schokolade ist, ob das Blut ist, ob das Kacke ist, I don't fucking know. I don't wanna know. Wir machen jetzt einen H2O-Springtest und einen Körpertest. Seht ihr das? Sieht einfach Hammer aus. Wir gucken Barbie. Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wer ist die beste Vloggerin in der ganzen weiten Welt? Not me, denn ich habe meine Vlogging-Kamera am Ladekabel zu Hause vergessen. So that's literally awesome. Bin hier mit der Noelle. Hi. Hi. Oh mein Gott, ich sehe aus wie eine Leiche. Wir haben so fünf Stunden geschlafen. Wir fliegen jetzt nämlich nach Malaga. Wir treffen uns da mit meinen Eltern und mit meiner Schwester. Und werden da ein paar schöne Tage zusammen verbringen. Bisschen Family und Friends Urlaub. Ein paar Sachen erledigen, ein paar Sachen machen. Wir haben da ein mega schönes Airbnb. Und ja, wir haben uns jetzt ein paar Snacks geholt. Eine sehr, sehr heiße Schokolade. Dann haben wir noch Bretzelinis mit Butter und noch ein Tomaten-Mozzarella-Brot und ein Rosinenbrötchen. Und jetzt gucken wir noch, was wir runterladen, damit wir in den 3 Stunden auch entertained sind. So, wir sind jetzt im Flugzeug, haben unsere Snacks, haben was aufs iPad geladen, und zwar Tinkerbell. Und jetzt geht's gleich los. Dazu sage ich nur Smash. Wir sind gelandet und obviously erstmal bei Starbucks. Wir können nämlich noch nicht richtig einchecken, deswegen holen wir uns erstmal Starbucks und chillen uns jetzt hier nochmal hin. Caro ist schon im Haus. Willst du uns das Haus zeigen? Ja. Weil jetzt ist es noch frisch. Genau. Also hier ist wohnbereit. Warte. Absolut schön. Schön. Einfach nur schön. Das Haus ist auch wirklich sehr schön. Ja. Das hier gefällt mir auch richtig gut. Hier kann man schön liegen, ne? Das ist wie eine Massage. So many vibes. Hier werde ich auch mein Buch lesen. Dann haben wir hier draußen ein bisschen was. Was ist denn da? Der Pool. Okay. Nee. Ich habe eine Idee, okay? Nein, ich habe auch eine Idee. Nein, ich habe eine coole. Nein, ich zitter. Caro, 1 bis 10. Gar nicht, Caro. Ich sag eine Zahl. Caro, 1 bis 10. Ich sag eine Zahl, du sagst eine Zahl. Und wenn ich richtig liege, musst du in den Pool schwimmen. Nein. Ich will mitmachen. Wir machen dieses mit sing den Song zu Ende, und wenn du den Song nicht Ja, okay. Okay, auf jeden Fall hier ist so, wir machen jetzt eine schnelle Tour. Ach, nein. Das machen wir jetzt. Caro, wir haben keine schnelle Brille. Lass doch mal. Nee, lass doch die Tour schön machen. Die ist ja, das Haus ist jetzt aber frisch. Das ist das Ding, ne? Okay, los, weiter. Ja. Lass erstmal ausziehen. Ja. Lass erstmal hoch. Kannst du meinen Koffer nehmen und ich filme? Okay. Aber welchen? Die großen. Ist der Ernst? Beide. Yes. Krieg ich die beide? Nee, beide nicht. Kriegst du beide nicht. Ah. Hoch. Du bist so ego. Guck mal, guck dir die doch mal an. Oh, Caro. Danke, Aguana. Wie kriegt man sowas hin? Ja. Ich hatte diesmal kein Übergepäck. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ich hatte sogar noch 1 Kilo frei. Bedeutet, wir können noch shoppen gehen. Ich hatte nur 15. Genau. Ich hatte 14. Nein, ich hatte 15,8. Krass. Genau, also hier ist dann unser Zimmer. Richtig schön. Zusammen. Ja. Ich wollte im Keller eigentlich jetzt das Zimmer nehmen. Du bist schön braun geworden, Herr Corner. Danke. Dann noch 2 andere Zimmer. Das Zimmer nimmt Doja, oder? Das ist richtig süß. Ja, und dann geht's hier noch hoch zur Dachterrasse. Aber das zeigen wir euch später. So Leute, ich gebe euch jetzt mal ein kleines Update, was so passiert ist. Denn leider ist unsere Erfahrung in diesem Airbnb nicht so wie erhofft. So, kurze Zusammenfassung. Das Haus ist eine Art Scam. Und ich erkläre jetzt mal kurz, why. Also, overall, oberflächlich, sieht das Haus Hammer aus. Tolle Innenarchitektur, tolle Möbel, tolle Outside Area.
Aber wenn du da mal genauer hinschaust, boom, tschakalaka, kommen dir viele Dinge nicht so ganz richtig vor. Fangen wir mal mit der ersten Sache an. Und zwar Air Conditioning hat nicht funktioniert. Du darfst dich gerne dran beteiligen, falls du auch noch etwas sagen möchtest. Hallo. Das Air Conditioning hat nicht funktioniert. Überall nicht. Dann haben die uns erstmal gesagt, dass wir ja was irgendwie falsch gedrückt haben. Und wir dann plötzlich irgendwie das ganze System ausgegangen ist. Aber diese Control-Ding... Das ist so ein Display an der Wand. Das war die ganze Zeit schon aus. Die ganze das Zeit. Ging, das war nicht an. Und dann meinte die Housekeeping so, ja, ja, das ist an, das ist an, das ist an. Aber es war ja nicht an. Nee. Also du hast ja gehört und gesehen, dass hier und nichts reingeblasen ist. Sie haben uns irgendwas gesagt, was halt nicht stimmt. Genau. So, dann haben wir da mit den Ownern auch rumdiskutiert und haben gesagt, ey, das funktioniert nicht. Ihr müsst jetzt jemanden schicken, weil es war so heiß. Du hältst es ja auch nicht aus im Marbella im August, wenn hier, keine Ahnung, 35 Grad draußen sind und die Klimaanlage nicht funktioniert. Und es stand halt da, dass es Klimaanlage gibt und es war halt nicht der Fall. So. Dann hat die Klimaanlage irgendwann funktioniert, nur es ist keine Klimaanlage, sondern es ist einfach nur die Luft von draußen, die reingeblasen wird. Quasi Lüftung. Genau. So ventilatormäßig. Genau. Das Ding war, mittags hast du das gar nicht so gemerkt, weil du eh draußen warst, aber jetzt abends, es bläst halt legit in unser Gesicht. Also die Klimaanlage ist hier über dem Bad und hier ist das Bett und es bläst genau ins Gesicht. Und komischerweise hat sich so über den Tag ein komischer, mockender Geruch im Haus ausgebreitet. Mhm. Und der Verdacht ist, dass da unten im Keller halt Schimmel ist. Da nee, dein Vater hat ja geschaut. Ja, genau. Also ich habe jetzt keine Bilder gesehen, deswegen sage ich jetzt. Aber da ist auch so ein Ding, so ein Maschinending, was man halt benutzt, wenn da Schimmel da ist. Dass das so trocknet. Genau, so, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob das ein Trockner ist, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall meinte mein Papa, da unten ist Schimmel drin. Weil dieser Geruch wie Schimmel riecht. Dieser Geruch steigt durch die Lüftung in alle Zimmer. Und wir werden jetzt gerade vom Schimmel angehaucht, sozusagen. So. Und weil wir können. Wir nehmen die Luft für die Lüftung einfach von unten. Genau. Und blasen uns das die hier rein. Ins Face. Und das Ding ist, die Displays, die funktionieren immer noch nicht. Bedeutet, wir können das Ganze auch nicht regulieren. Also wir können jetzt auch nicht die Lüftung irgendwie runter machen, dass es uns wenigstens. Oder ausschalten. Wir können es nicht ausschalten. Ja. Dass es uns weniger ins Gesicht bläst, der Schimmel, oder gar nicht. Also geht gar nichts. So. Dann waren wir mittags im Pool und saßen so. Und plötzlich, ich fass so neben mich mit meiner Hand. Und dann hatte ich da so eine Glasscherbe in der Hand. Und ich bin da vorher auch schon mit so meinen Füßen rumgelatscht. Mhm. Und ich so, oh, das ist irgendwie unangenehm auf dem Dings. Und dann habe ich einfach gemerkt, das sind fucking Scherben. Und dazu kam noch, dass sich der Boden im Pool auflöst. Oh, wenn ich daran denke, da sind überall Löcher. Da sind überall so Luftblasen und Löcher. Warte, ich kann noch mal ein Bild. Wenn ich daran denke, ew. Das löst sich einfach auf. Sieht man das? Diese ganzen Bumps. Ja, und wenn du weiter nach da gehst, basically, und da fängt es schon an. Da sind nur ein paar, aber wenn du weiter in den Pool gehst, dann sind da überall, ich krieg richtig Gänsehaut. Ich finde Löcher einfach ekelhaft. Okay, furchtbar. Und der ganze Pool war dreckig, als wir kamen. Ja, das auch noch dazu. Also erstmal die Scherbe, wo ich nur so dachte, what the fuck, stell mal vor, hier sind Kinder und die werden da jetzt noch richtig reingedatscht, die kleinen Füße, Matschepampen. Also aber das Ding wäre in dem Fuß drinne. Ich habe zum Glück Hornhaut wie ein Tier. Zurück zum Thema. Der Pool war sowas von dreckig. Also man weiß natürlich, wenn ein Pool neben ganz vielen Bäumen steht, dann fallen da Blätter rein. Ja. Verstehe ich vollkommen. Der war aber so extrem dreckig. Also auch diese ganzen Boden, die Sachen, die sich da gelöst haben von dem Boden. Waren auch auf dem Boden, so. Naja, auf jeden Fall hat uns dann die Housekeeping gesagt, ja, die kommen und machen das später sauber. Wo ich mir so denke, wenn neue Gäste kommen, dann müssen die das vorher sauber machen. Vor allem, wenn da so Glassplitter und da Partys gefeiert wurden und was auch immer, muss das vorher gereinigt werden. Das ist absolutes No-Go. So, dann sind wir hochgekommen. Haben festgestellt, hier sind fucking Ameisen in unserem Bett. Und nicht nur zwei Stück. Also erstmal haben wir sie auf dem Boden entdeckt. An deiner Hose. Erstmal, genau. Erst auf dem Boden habe ich schon gesehen, oh, hier laufen Ameisen. Denkt man sich nichts bei, weil okay, die Türen sind offen.
krabbelt mal eine Ameise rein. Kein Problem. Ja. Dann, ich gucke aufs Bett, meine komplette Hose hat sich bewegt. Sie hat sich bewegt. Und dann gucke ich so zu den Kissen, heb ein Kissen hoch. Es war alles voll. Es war alles voll. Die sind hier die Wände hochgekrabbelt. Unter der Decke. Unter der Decke sogar. Also, wir hatten zwar unser Fenster offen, aber... Nein, aber das war schon davor, bevor wir das aufgemacht haben. Wirklich? Wir haben das ja vorher fürs TikTok das erste Mal aufgemacht. Das stimmt. Ja, das war Seht ihr, das war schon die ganze Zeit zu. Da. Mega. So, dann dachten wir uns, mega, Peter, da sind wir runtergegangen. Nein, 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 wir saßen dann hier, haben die Ameisen getötet. Auf einmal, wir hören Klopfen und Schreien und Rufen. Ah, stimmt. Oh, das habe ich ja vergessen. Und dann, wir gehen... Also du hast das ja gemacht in deinem Bad. Ich bin so, hallo? Und du so, ja hallo, ich krieg die Tür nicht auf. Und ich so, sie war nebendran in ihrem Zimmer drin. Und ich so, mach doch die Tür auf. Sie so, geht nicht. Ich so, hä? Öffne so die Tür. Sie so, die Tür kannst du von innen nicht öffnen. Also das heißt, wenn sie von innen zumacht, ja, dann kann sie es nicht öffnen. Kommt sie nicht mehr raus. Und dann haben wir auch ein Video davon gemacht. Ich mache euch hier natürlich auch alles voll in den Screen, damit ihr auch wisst, wovon ich rede. Und es hat nicht funktioniert. Nicht funktioniert. So, danach kam, es sind so viele Dinge, der Schimmelgeruch beim Essen. Dann ist uns aufgefallen, der TV hat nicht funktioniert. Da ist so eine ganz tolle Leinwand, die rausfährt. Und das war's dann auch. Super, das Ding geht cool, nicht an. Genau, weiß nicht, wie das angeht. Die hat uns gesagt, muss auf den Knopf drücken. Wir haben auf den Knopf mehrmals gedrückt. Also da steht so ein separater Beamer und der hat nur drei Knöpfe. Nee, ein Knopf. Einfach nur den An-Knopf und dann einfach... Lauter, USB leiser. Und HDMI-Kabel, dass man da was anstecken kann. Hat nicht funktioniert. Wissen wir auch nicht, wie das funktioniert. So, dann sind wir hochgegangen, haben gesagt, okay, komm, schmecken wir uns ab, bla bla bla. Was sehe ich? Handtuch dreckig, drei Stück dreckig mit Flecken drauf. Ja. Die Bettdecke, das Bettlaken von der Noelle ist irgend so ein Fleck, ob das Schokolade ist, ob das Blut ist, ob das Kacke ist. I don't fucking know. I don't wanna know. Es ist einfach nicht okay. So, das Wi-Fi funktioniert auch im Obergeschoss nicht, sondern nur im Living Room. Was habe ich jetzt noch vergessen? Wir hatten eine Liste von 14, glaube ich, oder so. Und es bläst mir halt immer noch ins Gesicht, ne? Ja, ich kacke halt einfach nur ab. Ich hoffe einfach, dass mir keine Ameise hier ins Ohr krabbelt oder so. Ja, ich glaube, das war es jetzt ausnahmsweise. Und wisst ihr, was das Ding ist? Ich finde, solche Dinge sind einfach, die müssen einfach sitzen, wenn du was vermietest. Außer es wenn man halt, den Preis zahlt. Außer es ist halt super günstig und you get what you pay for, basically. Ja. Aber hier, ich möchte die Summe gar nicht in den Mund nehmen, weil ich mich einfach nur schäme, dass ich das überhaupt gezahlt habe, weil das einfach eine reine Frechheit ist. Und ich finde es ganz furchtbar, dass Airbnb das auch noch hier listet. Denn in der Caption steht noch, also in dieser Überschrift, Luxury Brand New. Bruder, da ist nix Brand hier, New. Die Lichtschalter, das kannst du auch nochmal zeigen. Die sind lose, die kann man bewegen. Die kann man bewegen. Schlimm. Hier haben wir den anderen Lichtschalter. Der ist ausnahmsweise fest, aber ja, wie man sieht, ist das jetzt auch nicht so super verarbeitet. Hier ist übrigens dieses Display, was nicht funktioniert. At this point, to be honest, ich weiß nicht, was ich möchte. Ich möchte eigentlich mein Geld zurück, aber ich möchte hier jetzt auch nicht gehen, weil wir sind legit nur noch 2 Tage hier und wir verlieren dadurch so viel Zeit. Mhm. Und also für Content machen ist es ja gut. Aber auch nur oberflächlich, wisst ihr, was ich meine? Weil man da halt nicht ran geht. Genau, weil du auch nicht siehst, was da rumkrabbelt, was da ist, wie es aussieht. Dass der Boden im Pool abgeht. Ja, du siehst es nicht. Und deswegen ist es für Instagram, sag ich jetzt mal oberflächlich, cool. Aber meine Mama ist hier, mein Papa ist hier, die Doja ist hier. Ich wollte, dass wir so ein Get-Together haben und Noelle. Adopted. Wisst ihr, was ich meine? Einfach auch eine good time. Das war auch teilweise deren Geburtstagsgeschenk und all sowas. Und von letztem Jahr auch noch. Und es ist halt super schade einfach. Und mein Papa sitzt da jetzt seit 2 Stunden, schreibt da die ganze Zeit diese E-Mails und ist halt auf 180. Ja. Ja, das ist halt super kacke. Weil das Ding ist, dass ich halt schon noch viele Dinge erledigen muss, während ich hier bin. Und da halt einfach super viel Zeit weggeht, wenn du dann jetzt wieder alles zusammenpacken musst.
wenn du, keine Ahnung, ein neues Hotel raussuchen musst, eine neue Unterkunft, alles. Wir haben ja schon eingekauft, Lebensmittel eingekauft. Und ich sag ehrlich, ne, der Kühlschrank ist nicht mal kalt gewesen. Wirklich? Ja. Hey, das Wasser war aber kalt. Vielleicht funktioniert der jetzt, aber vorhin hat er nicht Temperatur einstellen. Ja, pass einfach nur für den Preis. Einfach für den Preis, einfach nur pass. Pass. Wenn es ein Drittel wäre von dem Preis. Ich finde, manche Probleme kann man halt nicht mehr akzeptieren. Weißt du, so Ameisen im Bett, das würde ich nicht akzeptieren, wenn ich keine Ahnung wie viel zahlen würde. Also okay, so andererseits, die können, also warum sind hier Ameisen? Die können ja eigentlich nichts dafür, dass hier Ameisen sind. Aber was die halt machen könnten, die könnten schon mal so Fallen oder so aufstellen. Ja, Ameisenfall! Aber die müssen wirklich hier das doch versiegeln. Die rutschen ja unter das Holz runter. Andererseits ja auch, ne? Ja, oder auch die Handtücher, die dreckig sind. Die Handtücher, das geht Wenn halt da Flecken nicht. Sind, die hier nicht diese, mehr... Gib mal diese, das graue Handtuch, was da liegt. Ist da? Egal, also in alle verfärbt. Ist einfach mal so ein fetter, weißer Fleck drauf. Richtig lecker. Wo ich mir so denke, an sich ist das ja nicht schlimm. Nee. Aber wenn du so viel Geld dafür zahlst, hier zu sein und das alles zu haben, ist es ein reiner Pass. Und das Ding ist, die sind halt auch noch... Papa hat mir ein Video geschickt. War, ist unten Schimmel? Hat er gesagt. Oh, scheiße, ein Dreck. Das ist euer Schlafzimmer. Ja, bei mir auch. Nicht das Triebwerk von der 747, sondern das Schlafzimmer. Leider Gottes, in diesem Teil hier. Weil dieses Teil hier einfach nicht angeschlossen ist. Es ist schwarz und egal, was man da macht, ja, drückt oder was auch immer macht, da ist halt nichts. Ne? Das ist so laut. Ja, und jetzt haben wir halt 12:30. Und ich denke mir halt so, Bonschlonzo. Pass einfach nur. Ich denke mir halt einfach nur Pass. Hört mal auf, das so oft zu sagen. Das ist zu oft. Das ist nicht mehr so. Ja, Berke ist auch schon todes abgefangen. Aber wie kann ich? Kann es einfach nicht hier mit Brille aufmachen. Aber ganz kurz. Zu jeder Lebenssituation. Ganz kurz. Aber wir bleiben doch. Ah ja, genau. Ich wollte ja sagen, was die geantwortet haben. Hat sie geantwortet? Ja. Oh, was hat sie geantwortet? Smash? Da auf diese Hassnachricht. Nee, die noch nicht. Sie hat geschrieben, könnt ihr Bilder davon schicken, bla bla bla. Sie haben Professional Company, die sie noch nie gefailt hat. Stimmt auch nicht, in der Rezension habe ich es auch nochmal nachgelesen. Da haben sich sehr viele beschwert. You can cancel the reservation tomorrow and leave if you wish. Ja, und kriegen wir dann Geld Wir zurück? Haben responded quickly zu den letzten 2 Complaints this afternoon. And you can see... On our reviews, the guests are always happy with their stay in the villa. Es stimmt halt einfach nicht. Ja, dann schreib ihr that. We apologize for the incidents. Nee, wir brauchen die Bilder, um uns eine Lösung zu überlegen. Und dann haben wir halt gesagt, haben wir halt ein bisschen einen Text geballert. Den wir geschrieben haben mit Papa? Nee, noch einen krasseren, zeige ich dir gleich. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir uns hier wirklich verarschen wollen. Und wir werden euch updaten. Losi. Another day, another ray, another problem. Die Nacht war nass, also sehr kalt und sehr nass, weil diese Feuchtigkeit aus dem Keller nach oben gekommen ist und das Kissen war die ganze Zeit nass gefühlt. Auf jeden Fall haben wir schon einiges erledigt heute Morgen und wir haben jetzt eins. Ich kann mir jetzt an den Pool fläzen, das mache ich jetzt auch. Wir sind immer noch mit Airbnb im Austausch. Es ist alles ein bisschen problematisch, aber we're just trying our best to make the best out of it. Weil es lohnt sich auch nicht für uns zu gehen, weil wir legit morgen wieder gehen. Und da geht einfach zu viel Zeit und nochmal zu viel Aufwand flöten dafür. Und deswegen hoffen wir, dass wir irgendwie so einen Refund bekommen oder so. Doja Noel, jetzt gehen wir am Pool. Wir haben ein bisschen uns umgezogen, sind jetzt aber wieder am Pool, haben was gegessen. Wir machen jetzt einen H2O-Springtest und einen Körpertest. Let's go! Are you alright? Ich hab das noch nie geübt. Wow. 2, 1, go!
Wie war das? Ich bin noch okay. Mal. Ich bin noch mal. Das war ein Wahl. So, ja. Quenny. Mach nicht zu tief. Das war ein Bauchklatscher. Wie war der? Ja. Der war nicht schlecht. War der gut? Deine Füße sind halt so gegangen. Ach, so war es ja. Godo, ja, Godo, ja, Hakuana, Hakuana, and go! Hose verloren! Du entscheidest du deinen eigenen Grenzen. Oh Gott. Wir machen nicht mehr Jungfrau. Du musst weiter oben anfangen, Noel. Nein! Ratet unser Kunstwerk in den Kommentaren. Kleines Update. Wir haben Airbnb erreichen können. Die konnten ja auch den ganzen Nachrichtenverkehr mit den Eigentümern lesen und haben auch gesagt, dass es gar nicht geht, was hier gerade los ist. Haben sich auch entschuldigt und ich denke mal, dass wir da eine gute Lösung für uns finden werden. Und ja, das Gespräch war ziemlich positiv und wir fühlen uns jetzt auf jeden Fall viel abgeholter. Also der Service ist echt bisher gut, gute Erfahrung. Ja, bin gespannt. So Leute, ich mache mich jetzt ready. Wir haben ein bisschen am Pool gechillt und so weiter. Und ich werde jetzt mir ein kleines Summer Make-up ins Gesicht zaubern. Very minimal, very cute. Dazu benutze ich Produkte von Kaya Cosmetics. Ich liebe deren Produkte. Ich zeige euch heute einfach noch so ein bisschen, was ich hier mit habe für ein Summer Make-up. Es wird ziemlich glowy, ziemlich cute. Und ja, let's do it. Meine Bestellung für Kaya kam nicht rechtzeitig an, was echt schade ist. Denn jetzt musste ich ein anderes Augenbrauenprodukt benutzen, was jetzt nicht schlimm ist. Aber ich benutze den Augenbrauenstift und das gehe schon sehr gerne von Kaya, weil der so smooth ist. Und bei dem hier zum Beispiel wirkt es so krass. Boah, das sieht eigentlich too much aus. Auf jeden Fall mache ich jetzt weiter mit Cream Contour, so wie immer. Da benutze ich jetzt einfach W50 und benutze dann auch ein bisschen hier und dann hier. Und hier oben. Was ist denn an der Nase? An der Nase kann es auch nicht schaden. Und dann verblenden. Und dann Nose Contour. Und jetzt benutze ich richtig, richtig gerne von Kaya Cosmetics den Cotton Candy Cream Blush. Und ich finde den so schön. Der gibt einfach so ein richtig schönes, ich weiß, sieht jetzt crazy aus, aber so ein natürliches Finish. Und dann gebe ich auch immer so ein bisschen was auf meine Nase. Sieht immer sehr cute aus. Und das könnt ihr einfach mit den Fingern verblenden, weil die so krass creamy sind. Next up, Cream Highlighter in der Farbe Champagne. Da mag ich es ganz gern, den Finger damit aufzutragen. Dann ein bisschen was an Handrücken ab. Für Access. Und dann fange ich an, den hier so pretty aufzutragen auf die Nase. So schön. Ein bisschen auf den Augen. Voila. Voila. Was ich dann noch mache, ist aus der Yasmin Azizam Palette die beiden Blushtöne zu vermischen und dann aufzutragen und so ein bisschen damit mein Gesicht zu setten. Hier so, was ich gerne mit dem Excess mache, über meine Augen gehen. Dann habe ich hier noch einen anderen Blush, den ich benutze. Das ist die Farbe Trouble Gum. Damit sette ich hier so ein bisschen den Blush. Dann benutze ich meinen Lieblingslipliner, seht ihr mal, wie kurz der schon ist, in der Farbe Sonoran zum Outline. Dann benutze ich noch ein bisschen von der Farbe 90s Babe in der Mitte. Wohlgemerkt, dass wir einen natürlichen Make-up-Look machen. Und jetzt als letzter Schritt den Liquid Highlighter. Ich mache mir da immer ein bisschen was auf den Handrücken und, oh, jetzt muss ich mich hier mal ausziehen, trage den hier so auf meinen Collarbone. Dann seht ihr das, oh, sieht so gut aus. Und was mega toll aussieht, ist auch hier. Seht ihr das? Sieht einfach Hammer aus. Und hier schadet es auch nicht, ne? Das mache ich sehr, sehr gerne im Urlaub. Einfach, weil es sauschön aussieht, auch auf Bildern. Was ich mir auch noch mitgenommen habe, was Noelle und ich heute Abend machen, sind noch die Sheetmasks. Die finde ich auch sehr, sehr cool von Kaya Cosmetics. Ansonsten werde ich euch alles unten in der Infobox verlinken. Und by the way, die Travel Pouch von Yasmin finde ich auch mega toll. Das ist jetzt mein Outfit. Ich trage hier diese Hose und diese Weste und mein Make-up von ihm. Cute!
Wir machen jetzt ein paar Picturelinis, weil es eigentlich ganz cute ist. Ey, meine Augenbrauen sind heute irgendwie zu dunkel. Aber egal. Es fälscht sich eh in der Sonne. Und ich schwitze es weg. sauber machen. Genau. Schminken. Und ja. Wir nutzen das jetzt heute nochmal aus. Ich hatte Hilfe. Wir gucken Barbie. Womöglich sollte ich mit Azura reden oder einer anderen Mächterfee. Und wir gucken Barbie Mermaidia. Du musst mit zu Kristallbuch. Ach stimmt, ich dachte gerade, du verwechselst mein Gesicht. Du dachtest, da geht's Ozeania, ne? Ja. Yes. Komm, Bibi, wir gehen los. Leute, wir gehen jetzt pennen. Wir wollten eigentlich Ex on the Beach schauen, aber der Barbie-Film hat müde gemacht, deswegen haben wir gerade Skincare-Routine gemacht und gehen jetzt in die Haie. Morning! Ich habe einen Mückenstich auf der Stirn, genau hier. Es ist sehr symmetrisch. We love not. Ja, die Nacht war eher so semi. Ich sehe nur irgendwann, als ich mich so umgedreht habe, dass die Noelle einfach mit der Decke über ihrem Kopf schläft. Das war ein Bild für die Götter, weil ich war so verwirrt. Aber du konntest runter atmen, ne? Ja, weil es war ja so eiskalt. Die Klimaanlage hat halt komplett ins Gesicht geballert und es ging gar nicht. Nee. Wir haben ein kleines Problem und zwar müssen wir Zeit vertreiben, ob wir den späteren Flug genommen haben, weil wir halt dachten, dass wir mit den Airbnb-Hosts mega gut klarkommen, dass wir eventuell late Checkout machen können und dann hier noch chillen können, bis wir zum Flughafen müssen. Aber dadurch, dass wir uns nicht mit denen verstehen, müssen wir ja halt auch pünktlich raus. Ja, und jetzt müssen wir eine Lösung finden, wie wir ja die Zeit vertreiben. Wir haben überlegt, dass wir Kaffeehopping machen. Mit unserem 5000 Gepäck. Oder meinem 5000 Gepäck. Genau. So Leute, wir verlassen jetzt dieses Haus. Auf der einen Seite ist es traurig, weil es sieht sehr schön aus. Aber auf der anderen Seite ist es ein Pass. Leute, wir sind in einem Café. Unser zweites Café. Heute ist noch irgendwas passiert, was wir erzählen wollten, oder? Dass er mit dem Koffer durch die Stadt geschwebt hat. Ja, also wir müssen jetzt hier mit unseren ganzen Koffern ein Café-Hopping machen. Das ist unser zweites Café for the day. Vorhin waren wir in einem, wo man so Müsli essen konnte. Prost. Ist eigentlich ganz cool. Und ansonsten haben wir heute Morgen noch ein paar Sachen erledigt und abshooten können. Sind immer noch mit Airbnb in Kontakt. Und ja, mehr ist seitdem auch nicht passiert. Wir sitzen jetzt hier mit der ganzen Ladung und genießen die Zeit, genau. Ich nicht glauben, dass wir das gerade machen. Leute, wir sind extra mit einem Uber zu einer Mall gefahren, um jetzt noch Taco Bell, thank you, Taco Bell zu essen. Ja. Leute, da habe ich jetzt Todesbock drauf. Yum.com. Leute, ich habe zum ersten Mal Taco Bell gegessen und ich muss sagen, es ist ein Smash. Also, vor allem die Veggie-Variante. Moment. Smash, ne? Vor allem die Veggie-Variante ist sehr, sehr lecker, finde ich. Also man merkt kaum Unterschied. Und die Pommes, das Gewürz, crazy geil. Wir sind den ganzen Tag nur am Essen, um Zeit zu vertreiben. Und unser Flug hat dreimal Verspätung. Jetzt sind wir fast bei einer Stunde Verspätung. Ja. Noelle hat gerade nicht nur eine schnelle Brille an, sondern eine kleine Brille. Wir sind jetzt am Flughafen, haben unser Zeug abgegeben und müssen jetzt noch ein bisschen Zeit vertreiben mal wieder. Und mein Mückenstich ist einfach nur stunning. Got it bad, like I got it bad for you.